Willkommen zurück bei Raft. Ja, Leute, super duper. Uns geht es gut. Unsere kleine schwimmende Insel wird immer schöner, finde ich. Ja, super. Echt, es gefällt mir sehr, sehr gut. Wir werden mal gucken, was wir heute Schönes bauen können, wie es uns geht, wie wir das Ganze ein wenig verbreitern werden noch. Dass wir unsere Kiste da mal aus dem Weg bekommen, fände ich ganz gut. Und wir starten einfach mal. So, da sind wir zurück, mitten vor der Laterne. Sehr gut. So, kommen. Wir werden als erstes einmal Wasser trinken. Was legen wir denn erstmal weg? Einmal das und einmal das und holen uns unseren Becher. So, und dann einmal Prost. So, einmal wieder drauf. Damit. Komm, ein Fischchen ziehen wir uns auch noch hinterher. Lecker, lecker Fisch. Jetzt nochmal ein wenig Durst gelöscht. Und dann sind wir schon total fit. Sehr schön. So, komm, hau mal drauf. Und ich würde sagen, wir verbreitern unsere Plattform in diese Richtung noch ein wenig weiter. Das können wir gerade auch noch ein wenig machen. Hier, bäm. Können wir da noch so? Dann sind wir auf jeden Fall gut ausgestattet, denke ich. Einmal, hier werden wir auf jeden Fall uns ein Lager aufbauen. Jetzt können wir, ach, jetzt haben wir wieder nicht genug Material. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Platz. Super. Finde ich hier echt schön. Jetzt werden wir mal gucken, was brauchen wir denn noch? Wir bräuchten, glaube ich, wieder Seile, ne? Wir craften uns mal wieder Seile. Die werden wir auf jeden Fall jetzt noch gebrauchen, denke ich mal. Und genau, die hatten noch gefehlt. Dann können wir hier nämlich noch ein, zwei ansetzen, so. Ein, zwei, drei. Das reicht nicht mehr. Ja, gut. Ist aber jetzt auch schon wirklich sehr, sehr groß. Müssen wir dann mal gucken, wie wir das dann machen. Ey, das schwimmt uns weg. Ja, haben wir nicht gesehen, haben wir nicht gekriegt, aber ist auch nicht jetzt nicht so schlimm. Eins haben wir schon da. Wir sollten. Ja, ich würde jetzt als erstes erstmal sagen, ich würde total gerne diese Kiste umbauen. Wir gucken mal rein. Wir holen uns die Axt. Brauchen wir auf jeden Fall. Den Samen sollten wir uns auch auf jeden Fall noch schnappen. Legen dann einmal den Samen hier dazu. Ich weiß es nicht, wie das ist. Sehr wahrscheinlich, es könnte sein, dass wir etwas davon verlieren oder es liegt da gleich. Keine Ahnung, probieren wir jetzt aus. So, wir nehmen uns die Axt und so. Ach so, das ist doch alles im Inventar. Na, dann ist ja gut. Sehr, sehr schön. Wo stellen wir uns denn mal diese Kiste hin? Das ist die gute Frage. Ich würde die. Können wir die vielleicht. Nee, da steht sie uns auch im Weg. Ich würde die eigentlich ganz gerne. Nee, da wollte ich sie eigentlich nicht hinhaben. Das war falsche Taste. Sorry dafür. Ich weiß noch nicht, wo wir so genau hinstellen, aber wir wissen ja, dass wir sie umstellen können. Wir so auch nicht. Wir stellen sie uns erstmal hier auf die Planken wieder schön in die Mitte. Bäm. So, dann können wir hier nämlich einmal. Na, das wollte ich jetzt gerade nicht. Ach komm, wir haben schon wieder Durst. Komm, pack rein ein wenig. Hier.
Und jetzt müssen wir erst wieder trinken. Er hustet schon wieder. Mann, Mann, Mann. Hier. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall den Weg erstmal ein wenig mehr frei. Wir einmal hier, einmal wieder gekocht. Dann müssen wir gleich auch wieder angeln, auf jeden Fall. Wir trinken aber jetzt nochmal. Wir füllen wir gleich wieder auf. Bäm, dahin. Jetzt steht sie uns sehr wahrscheinlich dort auch bald wieder im Weg. Aber nun, das ist jetzt erstmal so, glaube ich. Jetzt packen wir uns erst noch den Fisch hier auf den Grill. Und werden dann erstmal noch angeln. Ich würde ganz gerne auch noch eine Kiste haben. Die sollten wir uns. Ey, Walter, was machst du? Dieser Fisch. Mann, Mann, Mann. Wir werden uns jetzt mal rote Beete noch backen. Hier, da legen wir noch mal ein bisschen was auf. So, und dann haben wir das. Jetzt sollten wir hier mal den Krempel auch vielleicht noch mal einsammeln. Einmal, zweimal. Dann werden wir hier wieder reparieren müssen. Jetzt kommen wir hier nicht mehr durch, oder wie? Doch. So. Vorsichtig bitte nicht ins Wasser fallen. Und ich würde sagen, hier bauen wir. Können wir jetzt schon wieder bauen oder müssen wir erst noch wieder Seile craften? Ich glaube, wir brauchen wieder Seile. Dann machen wir mal gerade noch ein paar. Dann können wir uns nämlich hier wieder unsere Plattform wieder herstellen. Das sollten wir auf jeden Fall. Bams, da wieder hingemacht. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir hier auch noch mal, dass wir nicht so schnell ins Wasser plumpsen. Hier nicht. Ich meine, es sieht ja nett aus mit einem Steg so, aber wir bauen hier auch noch mal eine an. Ist für unsere eigene Sicherheit sehr wahrscheinlich ein wenig angenehmer. Wir könnten ja auch noch einmal hier und dort. Dann sieht es so ungefähr so ein wenig besser aus vielleicht. Und wir haben noch ein wenig mehr Platz, um uns zu bewegen. Hier machen wir nicht. Unser Stuhl, er steht da auch noch. Das ist sehr, sehr schön und wir haben schon wieder Durst. So, komm, dann hau erstmal rein den Fisch. Nee, komm, wir nehmen hier die rote Beete, weil rote Beete macht auch beides, ne? Ja, dann werden wir nochmal wieder rote Beete grillen. So, hau drauf. Wir haben trotzdem noch Durst, okay. Also echt. Er hat einen Durst, das ist Wahnsinn. So, kommen dann einmal wieder aufgefüllt, nochmal gekocht. Und kriegen wir das? Ja, das haben wir gefangen, ohne dass wir was machen mussten. So, dann hau dir den Becher auch noch rein. Und füll einmal wieder auf. So. Das ist gut so. Ja, das kann man ja so auch machen. Dann haben wir das ein wenig breiter gemacht. Ist aber auch ganz nett. Komm, wir ziehen uns hier nochmal rote Beete rein. Bisschen Gemüse kann nicht schaden. Und es füllt uns auf jeden Fall beides auf. Wir essen auch nochmal hier unseren Fisch. So, dann sind wir wieder ein bisschen besser mit unserer Energie. So, komm, dann laufen noch ein Stückchen. Stückchen können wir noch. So, dann kommst du da dran. Dann angeln wir heute mal hier in diese Richtung. Ich frage mich immer noch, ob wir hier irgendwann auch mal einen anderen Fisch fangen können. Ich glaube nicht. Hey, Walter. So. Haben wir jetzt einen Fisch gefangen? Ich weiß es ja. Wir sind schon wieder ziemlich beladen, ne? Hier, nee, die lassen wir drin erstmal. Nehmen wir das erstmal so weit, holen uns unseren Fisch. So, dann können wir nämlich vielleicht noch einen angeln.
Das wäre jetzt mal ganz nett. Dann gucken wir mal. Sehr, sehr schön. So, packen wir uns erstmal wieder eine rote Bete auf den Grill. So, hau drauf. Wir trinken nochmal. Alter Schwede, was hat der für einen Durst, ne? So. Darfst du einmal dort. Und nochmal. So. Und bitte ab damit. Einmal nochmal ein Fischchen drauf. Dann haben wir das. Gut. Dann sammeln wir, haben wir noch wieder ein bisschen was von unserem Zeug hier ein, glaube ich. Hier haben wir nochmal ein Fass. Willst du das nicht? Doch. Aber dieser Fisch in der Hand, der stört ja dann doch ein bisschen, ne? Würde ich mal sagen. Wir könnten dort auch noch mal so kleine Pflanzkübelchen dann an die Seiten bauen. Wir essen. Essen wir die jetzt schon? Nee, wir warten noch ein bisschen ab. Guck mal, die warten auf uns da. Oder? Sieht so. Ey, sag mal, Walter, was ist los heute? Heute hat er aber ganz besonderen Hunger, ne? Ups. Jetzt wollte ich ihn, aber das war wieder dieser Haken, ne? So, hauen wir mal gleich wieder einen drauf. Hier nicht. Wir machen uns mal wieder Seile. Dann haben wir erstmal wieder noch ein paar. So. Und er. Ja, eigentlich ist es gut soweit, ne? Komm, wir packen jetzt, wir fangen an, hier noch ein wenig breiter zu bauen, dass wir unsere Klamotten noch ein wenig ablagern können. Wir machen noch hier ein wenig. Dann haben wir bald unsere, ja, Insel wirklich schon. Wir haben jetzt schon tatsächlich echt eine richtig große Wohnfläche gebaut, finde ich total cool. Und die Fässer da hinten, die warten tatsächlich auf uns oder so. Die kommen so langsam angeschwommen. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Wir angeln aber noch mal ein wenig. Wir brauchen im Moment jetzt nicht dringend jede Menge Klamotten, sondern wir müssen erstmal essen. So, hau dir noch mal einen Fisch rein. Wir werden uns noch einen Stuhl und auch einen Tisch basteln. Also, ne, wenn wir es hier uns schon gemütlich machen, dann auf jeden Fall auch mit Tisch und Stuhl und diese beiden Fässer da, die haben keine Lust zu uns zu kommen, keine Ahnung. Wir trinken noch mal einen Schluck, dann sind wir jetzt auf jeden Fall echt gut dabei. Was wir uns dann morgen mal ausprobieren werden, ist uns, ob wir uns auf diesen Stuhl auch wirklich ausruhen können. Dann könnten wir ja hier vorne irgendwo uns vielleicht dort an die Seite einen Tisch und einen Stuhl bauen. Hier so. Das wäre doch mal was. Würde dann sehr wahrscheinlich auch schön aussehen. Dann könnten wir im Sonnenuntergang sitzen, bisschen essen, vielleicht eine Kokosnuss schlürfen und uns geht's richtig gut. Leute. Auf jeden Fall, ich denke mal, wir haben jetzt wirklich schon sehr, sehr gut was erreicht. Also kritisch ist im Moment erstmal nichts mehr. Das finde ich ziemlich genial. Wir werden uns dann natürlich jetzt noch ja auch eine schöne Aussichtsplattform sehr wahrscheinlich bauen. Das Ganze noch eine Etage erweitern, dass wir vielleicht auch ein wenig mehr Schatten haben. Ein paar Beete noch anlegen, die ein oder andere Palme und die beiden Fässer da, die wollen heute einfach nicht mehr zu uns kommen. Ist aber auch nicht so tragisch. Wir gucken, wo gucken wir denn hin? Wir gucken heute mal wieder uns den wunderschönen Mond an und ich würde sagen, wir machen wieder an dieser Stelle eine kurze Pause. Unser kleines Floß, es wird immer schöner und ja, ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.